Das habe ich auch gelernt. Das ist wohl wahr. Wenn du diese Emotionen zulässt und auch diese schwachen Momente zulässt, bist du viel besser greifbar. Als immer, ich sage immer so, diese Teflon-Nummer bringt dich nicht weiter. Der Dann-eben-anders-Effekt, das bedeutet, dass Menschen an einem Punkt waren in ihrem Leben, wo sie nicht mehr weiter wussten und dann ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Und ich habe immer gedacht, das werden die Menschen merken, dass ich einfach nicht die Richtige bin, weil ich einfach der Meinung war, ich bin nicht die Richtige. Erstmal, was ist normal? Und so wundervoll normal. Keiner von uns ist normal, überhaupt keiner ist normal. Du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Chorea Huntington. Den meisten von uns ist diese Erkrankung nicht bekannt. Das Leben meines heutigen Gastes hat sie in den letzten Jahren aber massiv beeinflusst. Wie er als Angehöriger gelitten hat und wie wir als Betroffene, Angehörige und auch als Gesellschaft einen Umgang mit dieser Erkrankung finden können, darüber spreche ich heute mit Marco Schreil. Hallo. Hallo. Schön, dass wir darüber reden. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, bei dir war ja deine Mutter von dieser Erkrankung betroffen. Wie und wann hast du davon erfahren? Da muss ich wirklich weit ausholen, weil diese Erkrankung Chorea Huntington schleichend kommt. Und weil man so schleichend, wie diese Erkrankung kommt, sich gar nicht darauf einstellen kann, dass sie plötzlich dann doch da ist. Gemerkt habe ich es in einem Urlaub auf der Insel Hiddensee im Jahr 2014, als ich mit meinen Eltern dort 2 Wochen Urlaub gemacht habe. Und die Insel Hiddensee ist die schönste Insel, die wir in Deutschland haben, meines Erachtens. Autofrei, man kann da tief ein- und ausatmen, man kann zur Ruhe kommen, man kann den Strand genießen. Und all diese schönen Sachen hat meine Mutter nicht genießen können. Und sie war relativ apathisch, sie war an unseren Gesprächen nicht beteiligt. Und immer, wenn ich versucht habe, irgendwie sie ins Spiel zu bringen, hat sie das nicht zugelassen. Und um es dann abzukürzen, mein Vater hat mir erklärt, dass er auch irgendwas feststellt an meiner Mutter. Und dann begann dieser Prozess, sie davon zu überzeugen, dass doch Expertinnen und Experten, medizinisches Personal drauf guckt, um zu checken. Und dieser Check endete in einer humangenetischen Untersuchung und die war positiv negativ. Und dann habt ihr von dieser Erkrankung erfahren. Was ist das für eine Erkrankung? Chorea Huntington macht den Kopf von den Menschen kaputt, um es banal zu sagen. Chorea Huntington ist eine erblich bedingte Erkrankung und sie setzt sich auf einem Gen in unserem Körper fest. Dieses Gen haben wir alle. Das ist das Huntington-Gen. Ich wusste vorher nicht, dass es sowas gibt. Und auf diesem Gen, um es einfach zu sagen, sind Proteine aufgekettet. Und irgendwann hört diese Aufkettung bei gesunden Menschen auf. Und bei Chorea Huntington-Erkrankten geht die einfach immer weiter. Und diese Aufkettung von Proteinen, die zu viel sind, sorgt dafür, dass das Hirn zerstört wird und dass der Körper nicht mehr das macht, was er erlernt hat, dass sich Arme und Beine bewegen, wie sie sich eigentlich nicht bewegen sollen. Viele werden diese Erkrankung als Veitstanz irgendwo mal gelesen haben. Es sieht manchmal wirklich aus, als würden diese Erkrankten durch die Gegend tanzen, als würden sie torkeln, als wären sie vielleicht auch betrunken. Bei meiner Mutter hat man auch irgendwann gedacht, hat sie Drogen genommen? Wieso kann sie nicht anständig laufen? Irgendwann ist die Stimme betroffen, das Sprechen fällt immer schwerer und das Hirn degeneriert sich Stück für Stück. Und Experten sagen, dass am Ende der Erkrankung, also am Ende der Erkrankungsphase, die so 10 bis 15 Jahre ist, das Hirn 300 Gramm weniger wiegt als zu Beginn der Erkrankung. Und die Patientinnen und Patienten, die Betroffenen, sterben zwangsläufig, weil es kein Heilmittel gibt. Also eine ganz, ganz grausame Erkrankung. Hm. Du hast ein Buch darüber geschrieben, wo du das auch aufarbeitest. Und da beschreibst du deine Mutter, wie du sie erlebt hast als kleiner Junge und wie sie am Ende war. Und sie hat sich ja wirklich massiv verändert. Das heißt, man kann schon sagen, diese Erkrankung hat dir ein Stück weit deine Mutter schon zu ihren Lebzeiten genommen. Du hast diese Frau eigentlich nicht mehr gekannt, ne? Ja, das ist ein Abschied auf Raten. Und ich kann gar nicht sagen, wann genau unser Abschied zwischen Mutter und Sohn war, zwischen der Mutter, wie ich sie erlebt habe, und mir als Sohn oder Kind meiner Mutter. Ich kann mich an unseren Abschied erinnern, der Abschied,
der in der Klinik stattfand, als meine Mutter schon in ein Koma versetzt war, künstlich beatmet wurde, habe ich diesen Abschied für mich genommen. Ich hatte so eine halbe Nacht mit ihr, wo ich mit ihr geredet habe, ihr nur schöne Sachen erzählt habe über ihr Leben, über unser Miteinander. Aber dieser Abschiedsprozess zu wissen, du wirst deine Mutter verlieren, hat natürlich an dem Tag eingesetzt, als wir die Diagnose bekamen. Und von diesem Tag an wusste ich, wird es jetzt nur noch schlechter. Und schon damals war es sehr schlecht. Und es war ja dann auch wahnsinnig schwierig, mit deiner Mutter umzugehen. Sie wurde ja auch immer aggressiver, immer maßloser auch, was ja auch ein Symptom dieser Erkrankung sein kann. Wie war das für euch auch als Angehörige? Es hat dich betroffen, es hat deinen Vater betroffen. Du beschreibst auch, dass bei einem Arztbesuch wurde euch geraten, euer eigenes Leben zu leben und sie auch ein Stück weit loszulassen. Als ich dieses Buch Alles gut, das meiste schon geschrieben habe, war dieser Satz auch wirklich entscheidend. Und da habe ich ganz lange gezögert, ob ich diese Wahrheit wirklich so aufschreiben soll, weil sie so hart ist. Aber weil sie wieder so klar zeigt, was es bedeutet, an Chorea Huntington zu erkranken. Es gab wirklich eine Neurologin, die meinem Vater und auch mir gesagt hat, Sie werden das nicht schaffen. Gehen Sie weg. Lassen Sie das andere machen. Und das hat uns damals sehr getroffen. Es hat uns sehr verletzt. Und im Nachhinein kann ich es aber einordnen und weiß, wie klar erklärt die Situation war. Nämlich, Sie werden es wirklich nicht schaffen, gehen Sie weg und leben Sie Ihr Leben. Und im Nachhinein würde ich das natürlich nicht unterschreiben. Also ich würde nicht sagen, geht weg und lasst eure Angehörigen allein. Aber ich würde eben sagen, holt euch direkt Hilfe, weil ihr werdet es allein nicht schaffen. Und das haben wir versucht und daran sind wir ganz kläglich gescheitert. Du beschreibst ja auch, wie dich das belastet hat. Es gab zum Beispiel Anrufe ihrerseits kurz vor Live-Shows. Das heißt, es ging rein in deinen Beruf. Und du beschreibst auch, das fand ich sehr interessant, du hast einen Ausschlag bekommen, dort, wo man einen Rucksack trägt. Das heißt, dein Körper hat gesagt, Marco, diesen Rucksack, den kannst du nicht tragen, den möchte ich nicht mehr tragen. Ne? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Ich habe tatsächlich eine Belastungsgürtelrose bekommen. Ja. Und die kam nicht schleichend, die kam innerhalb einer Radiosendung. Wer schon mal eine Gürtelrose hatte, weiß, es fängt irgendwann an, so komisch zu jucken. Und ich habe gedacht in meinem Nacken, dass da so am Hemd irgend so ein blödes Etikett ist, was mich stört. Und habe da so ein bisschen dran rumgekrabbelt. Und habe dann meinen Rucksack aufgesetzt, bin in den Zug gestiegen und bin nach Hause gefahren. Und als ich irgendwie zu Hause abgeholt wurde am Bahnhof, habe ich gesagt, es wäre total schön, du könntest meinen Rucksack mal nehmen, weil das tut so weh, der ist so schwer heute. Und als ich mich dann abends ausgezogen habe und in den Spiegel geguckt habe, habe ich gesehen, dass wirklich tatsächlich an dieser Seite, wo auch der Rucksack auf meinen Schultern aufliegt, dass da die fetteste Gürtelrose ausgebrochen war und dass es wirklich echt schmerzhaft war und dass mein Körper gesagt hat, jetzt ist Schluss, hier ist zu viel, du lädst dir zu viel auf. Und so weit sollte es eben für niemanden kommen. Und jetzt ist ja Gott sei Dank diese Erkrankung relativ selten. Was wir aber sehr viel haben, sind Menschen, die von einer Demenzerkrankung betroffen sind, dem Formenkreis Demenz und auch Angehörige. Und ich habe immer das Gefühl, wir sind als Gesellschaft gar nicht darauf vorbereitet, sowohl was die Betreuung, die Unterbringung angeht, als auch was die Begleitung der Angehörigen angeht. Wie hast du das erlebt? Genau so. Ja. Also ich sehe das ganz genau so. Wir sind ein Sozialstaat und in diesem Sozialstaat wird so viel gut gemacht. Das möchte ich mal vorwegschieben. Ne? Wir sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Nationen ganz weit vorn. Aber für meinen persönlichen Fall, und bestimmt haben das andere auch so erlebt, die demenzerkrankte Menschen in der Familie haben oder im Freundeskreis, die vielleicht ganz seltene Erkrankungen im Familienkreis haben, dass bestimmte Gruppen von Betreuerinnen und Betreuern, von Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht drauf eingestellt sind. Also das ist so ein bisschen wie eine ganz seltene Frucht auf dem Marktplatz. Ja, habe ich schon mal gesehen, aber so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht. Ist die leicht bitter oder ist die süß? Und das habe ich festgestellt, dass gerade wenn es um Chorea Huntington geht, um die medizinischen Grundkenntnisse geht, dass ganz viele Mediziner das gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und dass vor allem das gesamte unterstützende Gesundheitswesen in der Betreuung. Ne? Also ich war beim Gesundheitsamt und habe diese Betreuungsbehörde und die Mitarbeitenden dort quasi angefleht und habe gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich tun kann.
und habe gesehen, dass sie maßlos überfordert waren. Also die waren nicht unwillig, gar nicht. Die haben wirklich alles gegeben, aber die haben eben noch zig andere Menschen gehabt, die genau dasselbe Problem hatten. Und auch deren Tag hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass wir an dieser Stelle noch so viel Nachholbedarf haben und dass ich mir wünschen würde, dass gerade auf diese Erkrankung, auf Chorea Huntington, einfach mal zumindest ein kleines Spotlight gerichtet wird und sich unsere Gesellschaft damit beschäftigt, was es bedeutet für die Betroffenen und was es für die bedeutet, die indirekt betroffen sind als Partnerinnen und Partner oder Kinder. Und du hast es ja selbst erlebt, deine Mutter ist mittlerweile verstorben, aber du warst betroffen. Was würdest du heute anders machen, als du es damals gemacht hast? Was Alles. Hast du gelernt? Okay. Alles. Ja. Wirklich, es ist verrückt. Es war eine Premiere ohne Generalprobe. Es war eine Uraufführung, die keine zweite Aufführung hat. Und ich weiß, dass ich heute ganz, ganz viel, ich habe jetzt einfach so alles gesagt, aber ganz viel anders machen würde. Schon allein diese Tatsache, dass ähnlich wie bei Demenzerkrankungen, ne, wenn Oma und Opa, Mutter und Vater einem was erzählen, was in den gesunden Kopf nicht passt, und man diese Geschichte, aber ich habe kürzlich mit einem Freund drüber gesprochen, wenn da draußen ein Drache steht, dann steht da draußen ein Drache. Dann lass da draußen einen Drache stehen und dann reden wir darüber und dann wird der Drache bestimmt irgendwann verschwinden. Wenn ich jetzt dieses Beispiel mal aufnehme und meine Mutter mir von diesem Drachen erzählt hat, habe ich gesagt, es gibt keinen Drachen da draußen. Ich habe es nicht geschafft, mich auf ihre Ebene zu bringen. Und Mutter hat viele Sachen behauptet. Mutter hat viele Sachen gesehen, die es nicht gab. Und ich war manchmal wirklich genauso aggressiv zurück, wie sie aggressiv zu mir war. Und habe nicht erkannt, dass es eine ganz kranke Mutter, sondern ich habe sie als meine Mutter gesehen und habe gedacht, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht, das kannst du nicht behaupten, das kannst du nicht mit mir machen. Das würde ich heute ganz anders machen und ich würde mir ganz früh Unterstützung suchen, medizinische Unterstützung, fachliche Unterstützung, vor allem aber psychologische Unterstützung. Das habe ich total unterschätzt. Mhm. Es trifft einen ja oft in einer Lebensphase, in der man mitten im Leben steht, beruflich eingespannt ist, vielleicht auch Kinder hat. Und das ist ja auch eine überfordernde Situation. Also auch diese Gretchenfrage, lasse ich jetzt diese Mutter, diesen Vater im Stich oder kümmere ich mich? Gehe ich daran vielleicht selbst zugrunde, wenn ich mich zu sehr da reinziehen lasse? Das ist ja eine ganz schwierige Frage, die man wahrscheinlich auch gar nicht pauschal beantworten kann. Nee, man kann diese Frage wirklich nicht pauschal beantworten. Aber ich habe sie für mich auch im Schreibprozess zum Buch auf diese Frage, alles gut, musste ich ja eine Antwort finden. Also die wirst du kennen, ne? Wenn wir in unserer Branche unterwegs sind, da kommt ganz häufig dieses, na, alles gut, Marco. Und irgendwann musste ich sagen, das meiste schon, ne? Und in dieser Phase auch für mich so diesen richtigen Umgang da mitzufinden, das war schwer, ja. Ich habe mich trotzdem gefragt, auch bei dieser Antwort das meiste schon, was wäre denn für dich so diese richtige Reaktion darauf? Weil es ist ja tatsächlich so, wenn man beruflich unterwegs ist, man trifft so viele Menschen, man möchte höflich sein, aber man hat ja gar nicht die Kapazität, sich wirklich auf jeden einzulassen. Also ich habe für mich genau diese Aussage jetzt gefunden. Erstens, bitte stellt andere Fragen. Lass dieses How's it going? Diese amerikanische Floskel, die dort bestimmt richtig ist, weil sie auch was ganz anderes meint, weil sie nämlich guten Tag oder Hallo übersetzt heißt. Aber dieses alles gut bitte nicht mehr zu fragen, sondern zu fragen, wie war das Wochenende? Wie geht's dir? Was machen die Kinder? Wie läuft das Auto? Ja, tausend andere Sachen abzufragen. Und vor allem nicht nur das zu tun, sondern auch, weil du gerade gefragt hast, was würde ich anders machen, dich dieses Ticken wichtiger zu nehmen, als dein Gegenüber oder die anderen es dir sind. Auch das war im Schreibprozess zum Buch so eine richtig hohe Hürde, über die ich springen musste, um es auszusprechen, was ich denke, weil man es ganz schnell falsch verstehen kann. Also warum soll ich mich wichtiger nehmen als meine kranke Mutter oder meinen Opa oder den Vater? Und die Antwort heißt, du kannst dich ja nur um sie kümmern, wenn du selbst die Dampflok sein kannst. Und wenn die Dampflok nicht funktioniert, dann kannst du dich bewegen, wie du willst. Dann kriegst du diesen Waggon nicht transportiert. Und
das würde mich so freuen, wenn das jetzt Menschen sehen, die sich kümmern und die ganz aktiv sind, dass sie ihre Angehörigen pflegen, dass sie sich, egal ob es diese Erkrankung ist oder ob es irgendeine andere Erkrankung ist, ich sehe da auch schleppende Menschen. Also wenn jemand bettlägerig ist und zu Hause gepflegt wird, das ist so eine Höchstleistung, die kannst du nur bringen, wenn du selbst dich einen Ticken wichtiger nimmst und eben sagst, ja, ich möchte aber auch heute zeitig schlafen gehen. Oder ich muss auch alle zwei Wochen meine Freunde treffen und diesen Saunaabend haben. Das ist total wichtig. Aber ich finde, was da auch drin steckt, ist ja auch, dass auch schlechte Emotionen normalisiert werden sollten. Dass man auch sagen darf, nee, mir geht's heute nicht gut, weil keinem von uns geht's immer jeden Tag gut. Und das hat ja oft so ein bisschen damit zu tun, dass die Menschen keine Schwäche zeigen wollen, dass sie sagen, ja, alles gut, alles prima. Ja, das stimmt, genau. Also man will immer eigentlich, wenn ich so ein Bild suche und das jetzt finde, du willst doch immer eigentlich die Jalousie so halb runterziehen. Ne? Also Mund zeigen, Mundwinkel nach oben, aber bloß nicht die Augen angucken. Weil wir es aber mit Stärke assoziieren scheinbar. Scheinbar assoziieren wir schon in unserer Gesellschaft mit Stärke, wenn es uns immer gut geht. Dabei ist es ja zutiefst menschlich und würde uns auch näher zusammenbringen, wenn man da vielleicht offener kommuniziert. Das habe ich auch gelernt. Das ist wohl wahr. Wenn du diese Emotionen zulässt und auch diese schwachen Momente zulässt, bist du viel besser greifbar. Als immer, ich sage immer so, diese Teflon-Nummer bringt dich nicht weiter. Das ist übrigens was mir an dir auffällt. Dich hat man ja schon lange begleitet im Fernsehen und ich finde, du bist über die Jahre viel charismatischer und authentischer geworden. Vielen Dank. Viel greifbarer. Ich bin halt auch älter geworden. Ne? Also diese 50 kommt ja nicht von ungefähr. Und klar habe ich vor 20 Jahren über bestimmte Sachen ganz anders gedacht. Und wenn ich heute auch im Buch schreibe, ich möchte mir mehr Zeit für mein Leben nehmen, dann meine ich das auch so, dass das nicht so schnell geht, ne? Und dass das nicht einfach ist. Das ist völlig klar. Aber ich möchte dieses Leben jetzt leben, weil ich weiß, wie schnell es richtig gemein werden kann, wenn man eine Erkrankung hat. Und vor allem weiß, es gibt nur die eine Richtung. Und irgendwann wird dieses Licht ausgehen. Was danach kommt, sei mal dahingestellt. Das soll jeder glauben, wie er möchte. Aber wir sind in dieser Einbahnstraße und wir sollten doch das, was wir gekriegt haben, irgendwie ein bisschen effektiver nutzen. Und um jetzt nochmal direkt auf die Erkrankung zu sprechen zu kommen, das ist eine Erbkrankheit. Dein Risiko, das zu bekommen, ist bei 50%. Du hast dich nicht testen lassen. Bis jetzt habe ich mich nicht testen lassen, nein. Aber da gibt es solche und solche Tage. Also es gibt die Tage, wo ich ganz mutig bin und wo ich zur Bäckerei laufe zum Beispiel und dieses Schild der humangenetischen Praxis sehe und mir denke, heute ist zwar Samstag, aber am Montag hat die auf und dann gehst du hin. Und am Montag bin ich schon wieder so klein mit Hut und traue mich nicht hin. Ja, ein Test und alles wäre erzählt. Und dann frage ich mich, bin ich bereit für diese Geschichte, die mir erzählt wird? Und stelle dann ganz häufig fest, dass ich dafür noch nicht bereit bin. Und dann stelle ich auch fest, dass ich sie vielleicht gar nicht hören möchte, weil die Geschichte, in der ich jetzt lebe, gerade ganz schön ist. Und ich zum Glück gesund und munter und mit allen sieben Sinnen beisammen bin und drüber erzählen kann, was ich da geschrieben habe. Man muss ja sagen, im Gegensatz zu einer klassischen Demenzerkrankung tritt diese Erkrankung relativ früh auf. Also in der Regel fängt das an zwischen 40 und 50. Ne? Das heißt, du hast jetzt vielleicht schon ganz gute Chancen, dass du es nicht geerbt hast. Denn bei deiner Mutter ist es ja auch in diesem Alter auch losgegangen. Ne? Ja, das ist so schwierig festzumachen. Also meine Mutter war eine junge, dynamische, hübsche, große, alle guten Aspekte Frau. Und irgendwann wurde sie anders. Aber ich kann es nicht greifen, wann. Meine Mutter ist mit 65 gestorben, 2021. Und ich weiß nicht, wann das bei ihr losging, genau. Wenn ich die Rechnung zurückmache, ich war nicht gut in Mathe, aber 65 minus 15 ergibt 50. Ich hoffe, dass dieser Kelch einfach an mir vorübergeht und dass die nächsten Jahre noch ganz, ganz toll werden und dass ich mich irgendwann gar nicht mehr testen lassen muss. Und man kann 10 Leute fragen und 10 Leute sagen was anderes. Am Ende muss ich sowieso selbst entscheiden. Aber es geht mir gut und ich fühle mich gut. Und diese Wackelei beim Schuhe anziehen, die haben die anderen 50-Jährigen auch. Und beim Aufstehen und so. Ja.
Und jetzt nochmal aber abschließend die Frage an dich. Du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, es ist ja wirklich viel passiert bei dir in den letzten Jahren. Du hast beide Eltern auch verloren. Dann diese Konfrontation mit dieser Erkrankung, das macht ja was mit einem. Kannst du es nochmal kurz auf den Punkt bringen? Wie hat sich dein Wertesystem verändert durch diese Erfahrung? Das wäre jetzt eine große philosophische Abhandlung. Und wenn ich das jetzt so sagen würde, wie ich es mir wünsche und denke, dann würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe vollstes Vertrauen in deine Moderationsfähigkeiten. Nein, ich wünsche mir, dass ich diesen Weg, den ich jetzt angefangen habe, im Schreibprozess und nach dem Schreibprozess, dass ich diesen Weg weitergehen kann. Und ich habe immer gerne sehr viel in einen Tag gepresst. Ich habe sehr gern sehr viel gearbeitet. Ich habe immer gern zweimal Ja gesagt, statt einmal Nein. Und das versuche ich gerade in so ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist so diese kleine Lebensweisheit, die ich für mich aus dieser ganzen Arbeit rund um die Erkrankung meiner Mutter, den frühen Verlust meines Vaters und des Schreibens des Buchs mitgenommen habe. Ja, ich möchte mich gerne häufiger von vorn sehen und nicht nur die Rücklichter sehen. Möchte mir nicht mehr so viel hinterherrennen. Und gerne auch, wenn ich im Zug sitze, aus dem Fenster gucken und die Welt bestaunen und nicht in irgendeine Tastatur hauen und einfach auch mal die Bücher lesen, die ich gerne lesen möchte und nicht nur die lesen, die für die Arbeit wichtig sind. Also ganz viel bewusst wahrnehmen und das Leben genießen. Das ist schön, ja. Das würde ich auch gerne einfach so weitergeben. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr offene, authentische Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, bleib gesund. Vielen Dank. Ja, das war die Dezemberausgabe von Dann eben anders. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für den tollen Support in diesem Jahr. Freuen uns natürlich auch heute über ein Abo bei YouTube. Und ich wünsche wundervolle Weihnachtstage, einen guten Rutsch und alles Liebe für 2024. Tschüss und bis bald.